Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einen Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern umhergeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand ist in mein Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich einer schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets. Sie wissen über alles Bescheid, kennen jedes kleinste Detail. Die ganze Sache wird immer verworrener. Ich glaube langsam, dass Nikolas nie den Verstand verloren hat. Auch er war nicht allein. Jemand folgte ihm auf Schritt und Tritt. Noch 2 Kapitel. Nur noch 2. Where am I? Oh, fuck. Oh, hi. Na? This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Aber schneid seine Hand ab. Der merkt nichts mehr. Du schon. Danke. Fuck, I think I'm gonna puke. Ich hätte es ihm aber zugedrückt. Und auch immer zum Spaß. Es waren die Sowjets. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwer war das. Aua. Das ging in den Kopf rein. Aua. Okay. Aber dieser Teil ist wenigstens entspannter. Da muss man nur Giftwolken abschießen. Hoffe ich. Fuck, the plank is Wer weiß, break. Was noch alles kommt. That was close. Erschlag dich doch noch selbst bei der Flucht. Oh ja, darf ich? Das ist vorbei. Hoppala. Go! Hab ich das gut gemacht, Uki? Ich habe ihn zwar nicht erschlagen. Ich schaff's sogar zu sterben, indem ich raus muss. Einfach nur klettern. Ja! Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Endlich habe ich was richtig gemacht. Man sollte keine Kohlensäuregetränke trinken, während man reden muss. Uff. Was geht mit der Handschelle ab? Fuck, the plank is gonna break. That was close. Cola und Kaffee schmeckt auch nicht ganz gut. Thanks. Hey. Ich kann nicht klettern, tut mir leid. Oh Mann, oh. Ja, ich hatte einen Tag über Kaffee und jetzt habe ich Cola und beim Aufstoßen kommt beides hoch. Das ist nicht lecker. Ein Todesherr, der springt, der würde sich schon selbst sprengen. Der würde eine Zahl anzeigen, die es gar nicht gibt. Das war ein guter Wurf. Au. Fuck, the plank is gonna break. Immer guck ich richtig, ich möchte nicht nochmal. That was close. Oh,
glitzert was. Ich will das haben. Das glitzert. Alle guten Dinge sind drei. Kalt. Da glitzert was zu ihm saufen. Ein vierbrettriges Krebrad. Nimm das vierbrettrige Krebrad mit. Das bringt Krök. Nimm's doch mit. Das vierbrettrige Krebrad. Entschuldigung. Gehe zum Haus zurück. Ja, mal wieder. Anstatt, dass er seinen Hosenboden mal im Haus lässt. Die blöde... Da kennst du nicht die vierbrettrigen Krebretter. Ja. Gerade als er gestiegen ist, da war der Schlüssel und da hat er die Handschelle dann abgemacht. Ich will das Rad haben. Hast du die Machete noch? Natürlich. Sie ketten ihn an, werfen ihn in den Brunnen runter, aber er hat seine Machete noch. Wie in A Dead of Night. Weißt du, er schlägt's nieder, aber er hat alles noch. Nur die Ghostbox nicht mehr. Aber alle Schlüssel vom Hotel. Emma's alone at home. I must get back to her as fast as I can. Wer ist halt mal heimgeblieben? Und wer verbarrikadiert hier immer wieder alles? Mann. Gut, dass ich meinen Spinat gegessen habe. Flups. 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 Ich bin Papa der Seemann. Tut, tut. Oh, eine Taschenlampe. For free. Die ich nicht aufheben kann. Wir sollen zum Haus zurück. Ach, wir gehen erstmal hier. Folge dem Licht. Immer dem Licht hinterher. Es tut mir leid. Wirklich. Es tut mir wirklich leid, dass ihr mich ertragen müsst. Okay, da geht's nicht weiter. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. War die Brücke nicht kaputt? Oder war das in Vergangenheitsversion? Keine Ahnung. Es ist egal. Es ist alles einfach egal. Ich hinterfrag das Spiel einfach nicht mehr. Ich verstehe es sowieso nicht. Und wenn ich mal was verstanden habe, dann verstehe ich es jetzt nicht mehr. Hauptsache bald zu Ende. Ganz genau so ist es. Emma! Anderthalb Kapitel. Where is she? Rede mit Emma, wenn sie nicht da ist. Emma. Ist die Gema da? Emma, Gema. Aber immerhin hast du den Stuhl brav aufgeräumt. Emma, Gema? Emma, Gema, Emma? Emma. Emma, Mama. Das ist ja das Leon. Emma. Emma. Amma, Memma. Da müssen wir doch irgendwann auch noch was machen. Emma, Mam. Emma, Memma. Emma, Memma. Emma, Memma. So. Emma. Nicht da. Emma. Mama Emma? Vielleicht ist sie ja im Krankenhaus und im Bindegarten. Wobei, die hatte keinen Bauch. Mayan, oh Mayan. Nimm dies. Warum eine Taschenlampe mitnehmen? Wer braucht schon eine Taschenlampe? Mama?
Emma. He's been here again. This time, what happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? Arbeit ist wichtig. I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Geht irgendwie nicht mehr auf. Natürlich ist Arbeit wichtig. Mit Arbeit verdient man Geld. Mit Geld kann man Leute ernähren. Was kann man nur mit einer Frau? Oder mit einem Blag? Ohne Arbeit ist da nichts. Nein. Was muss ich machen? Autoschlüssel. Okay, Auto. Auto. Können wir da einfach wegfahren? Einfach abhauen und nie wiederkommen und so. Lesen. Er hat nie die Möglichkeit bekommen, seine Zusammenfassung zu schreiben. Dieselbe Person, die uns das Leben zur Hölle macht, hat auch dem Leben des Sheriffs ein brutales Ende gesetzt. Lalalala. Verdammt! Nicholas hat all die Ereignisse auch in seinem Tagebuch erwähnt. Es war also weder Hirngespinste noch Übertreibungen. Zu dumm, dass ich nichts von dieser Legende gehört habe, bevor wir hierher gezogen sind. Will ich das lesen? Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Am Dienstag, dem 28. August, um 16.12 Uhr erhielt die Polizeidienststelle in Windham einen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Hausfriedensbruchs sowie Schaden. Sachbeschädigung auf einem Privatgelände in Blackstone. Die Anruferin, eine Emma Stevenson, behauptete, dass sich ein unbekannter Eindringling während der Abwesenheit ihres Mannes Zugang zu ihrem Privatgelände verschafft und die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson zerstochen habe. Ich erreichte den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigte mir absolute Sicherheit, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson mit Hilfe eines scharfen Gegenstands zerstochen wurden. Fußabdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuten auf einen männlichen Täter hin. Ich werde mich mit dem Eigentümer unterhalten und im Anschluss an weiterführende Untersuchungen meine abschließende Erkenntnis zusammenfassen. Das hast du aber schön geschrieben. Was steht da? Das Haus, in dem Mr. und Mrs. Stevenson wohnen, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Um 1850 herum ereignete sich ein Unglück in der nahegelegenen Mine. Wenig später gab es mehrere Vermisstenfälle in der umliegenden Gegend. Nachdem die Leiche einer der vermissten Personen gefunden wurde, gab es Anschuldigungen gegen Jacob Hyde, einen der Eigentümer der Mine, der zufällig zur damaligen Zeit in diesem Haus wohnte. Die Leichen der anderen Vermissten werden erst Jahre später gefunden, weshalb sich dunkle Legenden um dieses Haus tranken. Hausranken. Der Mörder konnte niemals gefasst werden. Schön. Geil. So. Mach die mal auf. What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history.
wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Die Polizei verdächtigte also Jacob Hyde des Mordes an John Norton. Und sein Sohn Nicholas wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In seinem Tagebuch erwähnte Nicholas, dass er nach 10 Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekehrt war. Scheinbar hat er diese Zeit in psychiatrischer Behandlung verbracht. Das kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es schon einmal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in einem Haus. Am Samstag, den 11. September, 9/11, erhielt das Sheriffbüro im Windham des Nachts einen Bericht durch den Portier des Hillsides Inn, Charles Grady, über einen schwer verwundeten Mann, der im Gasthof erschienen war. Nach seiner Ankunft erklärte der stellvertretende Sheriff Daniel Plainview, der Unterzeichner, den Mann für tot. Beim Opfer handelt es sich um den seit 2 Wochen vermissten John Norton. Als Todesursache wurde erheblicher Blutverlust festgestellt. Das Opfer wies Stichwunden im Nackenbereich auf, die von einem scharfen Gegenstand, womöglich einem Messer, verursacht wurden. Dabei kam es zu arteriellen Gefäßverletzungen. Darüber hinaus wies sein Körper multiple Schnitt- und Risswunden sowie Verbrennungen auf, von denen einige bereits wieder verheilt waren. Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Mann das Hillside Inn über die Straße durch den Wald erreicht hatte. Die Spuren des Mannes führten zurück zum Anwesen auf der anderen Seite des Flusses, das Jacob Hyde, dem Besitzer des Gasthofs und der Mine, gehört. Der Verdächtige konnte jedoch nicht mit in seinem Hause angetroffen werden. Es gab jedoch Anzeichen, dass er das Anwesen in aller Eile verlassen hat. Das war Geheimnis hinter dem Verbrechen im Blackstone. Ende des 19. Jahrhunderts änderte der Familie Hyde ihren Namen offiziell auf Stevenson, um sich von weiteren Anschuldigungen gegen Jacob Hyde zu distanzieren. Ohr stand hinten. Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Hyde stieß der Sheriff und sein Stellvertreter auf einen Geheimraum, der sich direkt über dem Büro befand. Auf dem Boden der dunklen Kammer kauert der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nicholas Hyde. Weder vom Sheriff noch seinem Stellvertreter gelang es, mit Nicholas zu kommunizieren. Der Junge reagierte auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlungen durch seinen Vater ihn in eine Art Stupor versetzt, wenn man erstmal Styropor liest. Der junge Hyde wurde in die Obhut von psychiatrischen Experten übergeben, die über seine weitere Behandlung entscheiden werden. Der Sheriff hat einen Haftbefehl gegen den Flüchtling Jacob Hyde erlassen und ein Kopfgeld von 500 USD ausgesetzt. Also Westdollar. Aber da steht USD. Also sage ich USD. Sorry. Another secret. A hidden room in our house. Ich hatte einfach die Kappe. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Haps. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Warum würde jemand so etwas behalten? War er überhaupt ein echter Polizist oder hatte nur den Sheriff gespielt? Fragen über Fragen. Sorry. Bedank dich bei Steam, sonst hättest du ja gestern und Freitag eingegeben. Das Mädchen im Brunnen, das nächtlich schreit. Hilfe, Hilfe, so hilf mir doch. Und am Morgen sind die Kinder weg. Ein versteckter Raum. Im Keller? Eventuell oder hier irgendwo oder... Versteckter Raum, versteckter Raum, versteckter Raum, versteckter Raum. Ich meine, hier ist alles zu, da kann der versteckte Raum überall sein, aber... Versteckter Raum, versteckter Raum, versteckter Raum. Bist du zu, du bist wieder zu. 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 Versteckter Raum. Ah, die Sonne, oder? Das Teil hier. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Bild? Was für ein Bild? Dieses Bild. Ah. Da ist das Teil drin.
Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es nur, ihn lesbar zu machen? Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichts offenbart. Wie kriege ich den Rest von dem Text nur sichtbar? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich sehe hier nicht, wo ich das hinlegen muss. Und der Text auf diesem Zettel... Ich komme einfach nicht... Okay, ich lasse... 1864 AD. Ade, du schöne Welt. That number sequence isn't random. Oder? War das doch. Mit 1864, ja. Nochmal rum. Danke. Dankeschön. It looks like a set of dates. Each corresponds to one letter. Warum kann man nicht einfach irgendeinen Code auf einen Zettel schreiben, den irgendwo reinstopfen und Ende? Nein, um ein Schloss zu öffnen, braucht man 30 Rätsel. +C, +1823+M, +1410+Nordpol, +1307+Dora, +1791+Theodor und +966+Ida. Dankeschön. +1733+C. Aber was soll mit dem C? Irgendwas hat mir gerade ins Ohr geschmatzt. Gibt ein E? Ja, okay. Okay, dann. Ja, gut. Dann 1823+M. G. EG. Dann 1410+N. Ego. 1307+D. Wetten, da kommt jetzt noch ein S und ein T. Ich wette es jetzt einfach mal. 1971? Halt die Fresse, Junge!
1791, nicht 1971. Ein S. Guten Hunger. Ess für mich mit. Ich wette, das ist ein Tee. Ich wette, es ist ein Tee. Egoism. Was ist ein Egoism? Ich dachte, das wäre Egoist. Bingo. That was well thought out, Nicholas. Du hättest auch ein bisschen weiter aufmachen können und das auch gleich öffnen. Nein, auf. Auf. Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück. Es sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. No, just put the apple in the right place. Da brauche ich doch bestimmt jetzt diesen komischen Jesus. Jesus. Du.